nie komplett ersetzt werden sollen. Ja, ich darf es jetzt nach dem Mittagessen, ich hoffe, es hat gut geschmeckt, hat es gepasst, sehr schön, wunderbar. Ich möchte jetzt den Schwerpunkt legen auf Lehrgangs- und Bachelorarbeiten unserer Studierenden. Ich habe in den letzten 5 Jahren über 40 Bachelorarbeiten oder Lehrgangsarbeiten betreut. Das sind jetzt nicht alles Ergebnisse meiner Arbeiten, sondern Anfang von Kollegen und Kolleginnen zum Thema Digitalisierung in der Beratung. Natürlich habe ich mich auf aktuelle Lehrgangsarbeiten fokussiert, also die Smartphone-Nutzung aus dem Jahr 2016, glaube ich, ist jetzt nicht mehr so interessant. Eine Arbeit zum Thema Screencasts und Lernvideos in der Beratung, Wünsche und Einstellungen von Junglandwirtinnen und Junglandwirten. Das wurde in Kärnten untersucht von der Anja Zwischenberger und Florian Stollwitzer. Sie haben einen Online-Fragebogen ausgeschickt, haben 103 Antworten gehabt. Und ich fokussiere mich jetzt natürlich nur auf Ergebnisse, die auch für Sie hoffentlich interessant sein könnten. Es sind jetzt wirklich nur ausgewählte Ergebnisse. Also unsere Studierenden erstellen ja Lernvideos mit der Five-Shot-Technik, mit den Grundlagen der Bildgestaltung. Und wir schauen da jetzt einmal so eine Dreiviertelminute hinein. Zu so einem Lernvideo ist mit dem Smartphone erstellt worden. Also Sie sehen einen relativ raschen Wechsel von Blickwinkeln, Einstellungsgrößen. Details. Und das ist ein Film über die Bioschweinehaltung und Sie sehen den Auslauf der Tiere und so weiter. So. Ja, und dann wurden die Junglandwirtinnen und Junglandwirte gefragt, welche Erfahrungen sie mit Screencasts und Lernvideos haben. Und Sie sehen eigentlich ein großer Teil von den, da waren 93 Antworten, haben 66 gesagt, wir haben eigentlich keine Erfahrungen. Während der Ausbildung haben 7 angekreuzt und während der Weiterbildung verwenden es 14. Und Sie sehen auch, trotz allem, die Jungbäuerinnen und Jungbauern verwenden als bevorzugte Informationsquelle Fachartikel, dann kommen schon die Videos, das Fachgespräch und der Vortrag. Besonders interessant hier in diesem Zusammenhang ist das Alter zwischen, der Zusammenhang zwischen Alter und der bevorzugten Informationsquelle. Schauen Sie sich bitte mal nur den orangenen Balken an, der betrifft die Videos. Die erste Zeile sind die Personen bis 20 Jahre, also da ist zuerst der Fachartikel und Video mit 36%. Und interessant ist der letzte Balken, das ist das der über 36-Jährigen, bei denen hat das Video eigentlich gar keine Bedeutung. Das ist zumindest bei dieser Umfrage herausgekommen. Dann wurde auch gefragt, also Frage 1, 2, 3, das sind die Balken, wird es für ein persönliches Beratungsgespräch aufgrund von Zeitmangel, wird das nicht mehr möglich sein, war die Frage. Und da sieht man schon, wieder blau und orange, stimme ich voll zu, also persönliche Beratungsgespräche sind weiterhin wichtig. Aber wofür sind Screencasts und Lernvideos geeignet? Sie eignen sich gut für das Neuerlernen von Tätigkeiten, das sieht man in der zweiten Zeile, also das Schwarz, das Blau und das orangene Balken ist eine überwiegende Zustimmung beziehungsweise für die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten. In der dritten Spalte werden Lernvideos und Screencasts als geeignet angesehen. Wie sieht es aus in der Forstförderung? Wenn man mit Screencasts in der Forstförderung arbeitet, es wurde von der Landwirtschaftskammer, in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich vom Herrn Kirchmeier Joachim erstellt, diese Umfrage. Da ist die besondere Herausforderung, dass es ungefähr 30.000 Betriebe gibt in Oberösterreich mit Waldnutzung und die meisten sind unter 5 Hektar, sind im Nebenerwerb, also die sogenannten Kleinwaldbesitzer, die sehr oft halt dann, weil es halt schnell gehen soll, keine Förderungen beantragen, weil es sehr umständlich ist, dann mit Fichtenbeständen aufforsten. Und im Gegenzug dazu gibt es 10 Forstberater in ganz Oberösterreich. Also vollkommen klar, dass die nie diese 30.000 erreichen können. Ja, bei der Befragung, es wurden die Kleinwaldbesitzer befragt, haben 97 geantwortet und es wurden Erklärvideos erstellt, die bei der Antragstellung helfen.
Und Sie sehen schon in der ersten Zeile, also 75% oder 77% haben gesagt, ja oder eher ja, sie werden solche Videos verwenden. Man kann ortsunabhängig, zeitunabhängig sich selber diese Videos ansehen und sie helfen dann bei der Antragstellung. Und unter Punkt 3 wurden auch weitere Themenwünsche abgefragt. Sie hätten auch gerne Videos zum Thema Durchforstung, Holzausformung, standardgerechte Baumartengesellschaften und so weiter. Oder Videobedeutung in der Stabsstelle Recht, in der rechtlichen Beratung. Dort die Frau Magister Fradler von der Landwirtschaftskammer Kärnten, 10 Bäuerinnen und Bauern befragt, hat ihnen einen Beratungsfilm zum Thema Bauen im Grünland gezeigt. Den dürfen wir uns auch anschauen. Wir schauen kurz rein. Es ist ein Beratungsfilm zum Thema Recht und Flächenwidmung. Wesentliche Frage ist, welche Widmung hat das von mir zu bebauende Grundstück? Über die Flächenwidmung eines Grundstückes kann man sich verbindlich bei jenem Gemeindeamt informieren, in welchem Gemeindegebiet das Grundstück liegt. Da ist ein Standbild drinnen, ja. So. Der Flächenwidmungsplan gliedert nach dem Kärntner Gemeindeplanungsgesetz das Gemeindegebiet in Bauland, Grünland und in Verkehrsflächen. Ja, also ein Video, das mir kurz erklärt, worum es beim Flächenwidmungsplan überhaupt geht. Und dann wurde gefragt, soll so ein Film ein persönliches Beratungsgespräch ersetzen, ergänzen oder verkürzen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Alter und Ausbildung der Landwirtinnen, ob die Information im Internet vorher angeeignet wird und wie soll so ein Beratungsfilm beworben werden? Also die Bauern und Bäuerinnen wünschen sich natürlich, dass eine persönliche Beratung nicht ersetzt wird, aber er ermöglicht eine bessere Vorbereitung, um Fragen gezielt durchzudenken und den Beratungsprozess zu verkürzen. Egal welchen Alter und welcher Ausbildung, alle Bauern und Bäuerinnen schauen vorher im Internet oder recherchieren im Internet auch zu rechtlichen und fachlichen Fragen. Und besonders bekannt in Kärnten ist das Printmedium Kärntner Bauern und es wünschen sich die meisten, dass solche Beratungsfilme im Printmedium beworben werden, damit man dann besser auf das Video zugreifen kann. So, wir haben ja hier, die Hochschule hat die Webseite Agrarumwelt.tv, da werden auch diese Vorträge veröffentlicht. Und die Plattform funktioniert an sich so, dass es Bild in Bild wird aufgezeichnet. Man sieht den Referenten klein im Eck. Und dann wird die Präsentation gespielt. Und da war auch interessant, wie nehmen Bauern und Bäuerinnen diese Plattform auf. Und da haben wir im Bezirk Weiz 123 Bauern und Bäuerinnen befragt. Das war eine Bachelorarbeit von der Tamara Benedikt. Und ich habe nur ein einziges Bild, möchte ich Ihnen zeigen. Da gibt es immer die Grundsatzdiskussion, ein Video darf nicht länger als 4 Minuten sein oder 6 Minuten, dann ist es zu lange. Wichtig für Sie sind jetzt die grünen und die blauen Ergebnisse. Also grün heißt, finde ich sehr interessant, blau interessiert mich mehr. Die 3-Minuten-Videos sehen Sie eine überwiegende Zustimmung und eigentlich die meiste Zustimmung haben die 6- bis 9-Minuten-Videos. Eigentlich schon gegen der Tendenz oder Vorträge. Und über 20 Minuten werden auch noch gerne von 50% der Bäuerinnen und Bauern gesehen und gehört. Also nach dem Motto, wenn das Thema interessant ist, kann der Vortrag ruhig länger sein und wird auch gerne angehört. Das hat insofern eine Relevanz, weil eigentlich alle bildungswissenschaftlichen Grundlagen dagegen sprechen, lange Vorträge aufzuzeichnen. Sollte eher nur 3 Minuten sein, 5 Minuten sein. Also das könnte für Sie auch interessant sein. Ja, welche Themen sind interessant? Sehr viel großes Interesse herrscht beim Thema Betriebswirtschaft, beim Thema Forst gibt es großes Interesse und so weiter. Je nachdem, die Bauern und Bäuerinnen kamen von unterschiedlichen Betriebszweigen. Wie oft werden Videos genutzt? Also mehrmals pro Woche waren, das ist jetzt 2018 gewesen, 7,3%, einmal pro Woche 2,4% und mehrmals im Monat 33%. Also das ist schon ein ganz ein schöner Wert.
Ja, diese Lehrgangsarbeit hat sich mit der Rinderproduktion in Oberösterreich beschäftigt. Es wurden Betriebe mit mehr als 25 Rinder befragt. Es gab 67 Antworten. Welche Methoden werden verwendet, um sich weiterzubilden? Ganz unten, also ist für uns interessant, ist grün mit sehr häufig und blau mit häufig. Der Austausch mit Berufskollegen ist natürlich sehr dominant, aber dann die Internetnutzung ist eigentlich etwas höher. Lesen von Fachzeitschriften, also wird auch sehr häufig genutzt, und das andere teilt sich dann auf mit Besuch von Messen und Versuchveranstaltungen. Das ist ganz klar, dass man natürlich öfter im Internet nutzt, als dass man Veranstaltungen besucht. Dann wurden Biobetriebe evaluiert. Wie sieht es mit dem Beratungs- und Bildungsangebot aus? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? Da hat Frau Petra Dobelmeier von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, sie ist Beraterin für Ackerbau, Schweine und Geflügel, recherchiert. Und da möchte ich eigentlich nur ein Ergebnis darstellen. Gibt es Unterschiede zwischen den Altersgruppen, woher die aktuellen Informationen vom Biolandbau gezogen werden? Und schauen Sie auf den hellblauen Bereich. Das sind die Informationsbroschüren. Und die Personen bis 40 Jahre verwenden eigentlich die Informationen nicht mehr aus den Informationsbroschüren. Da sind andere Bereiche dominanter. Die Arbeit von Dr. Robert Schneider von Bio Austria hat erhoben, ob die sozialen Medien in der Bioberatung eine Bedeutung haben und ob die Biobauern und Biobäuerinnen bereit sind, diese auch zu nutzen. Sie kennen verschiedene Facebook-Gruppen, zum Beispiel, da gibt es eine Bodenfruchtbarkeitsgruppe mit über 2000 Teilnehmern, oder bei WhatsApp-Gruppen, so eigene Gruppen zum Thema aktuelle Maßnahmen im jeweiligen Kartoffelbau oder je nachdem. Ja, man sieht, es sind 61 wurden befragt, der Großteil verwendet WhatsApp, dann YouTube wird genannt und auch Facebook. Wofür sollen die sozialen Medien eingesetzt werden? Um kurze Fragen zu beantworten, um aktuelle Infos zu vermitteln, um vielleicht kurze Videos zu verschicken, Fotos mit Text, Weitergabe von Tipps, mit Kommentare, ohne Kommentare. Ja, Sie sehen das als Möglichkeit, so um in Arbeitsgruppen oder Gruppen zu arbeiten. Ja, wie schaut es mit der Jugend aus, die Landjugend? Da hat die Frau Magdalena Matzinger von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich einen Online-Fragebogen über, wie die Jugend sozusagen großteils über digitale Medien kommuniziert, hat sie die Landjugendmitglieder befragt. Und man sieht gleich deutlich, was da passiert, wenn Jugendliche gut vernetzt sind. Also eigentlich hat sie den Online-Fragebogen am Freitag ausgeschickt und am Montag hat sie 500 ausgefüllte Fragebögen gehabt. Und bei den Landjugendmitgliedern ist es so, dass 35% den Google-Veranstaltungskalender verwenden, 99,5% haben WhatsApp installiert. Man geht davon aus, dass Snapchat bald Facebook einholen wird, zumindest bei der Jugend. 51% haben Instagram heruntergeladen. Nur als Beispiel, wer waren die Landjugendmitglieder? Der rote Bereich sind die 14- bis 18-Jährigen, der orangene Bereich sind die 19- bis 23-Jährigen. Und der hellorangene Bereich sind die 24- bis 28-Jährigen. Also wir können davon ausgehen, dass die nächste Generation selbstverständlich mit den sozialen Medien umgehen wird. Ja, Einsatz von neuen Medien im Invecus-Bereich wurde auch in der Landwirtschaftskammer Kärnten von Elke Brenetschitz und Diplomische Gerald Koch erhoben. Also die Invecus verfügt über eine große Datenbank und wir haben über 242 Antworten erhalten. Da war insofern interessant, da hat mir die Frage besonders interessiert, mit welchen Devices arbeiten die Bauern, und Sie sehen, der blaue Bereich, links oben 35%, die haben eine Hardware, also ein Endgerät. 38% der Bauern und Bäuerinnen haben bereits zwei Endgeräte, 20% haben drei Endgeräte und 7% haben vier Endgeräte. Wie oft verwenden Sie das Internet? Auch so eine Umfrage ist mir noch nicht bekannt, zumindest aus dem rein landwirtschaftlichen Bereich. Es sind fast 80% täglich im Internet. Und der Rest, die 21%, dann mindestens einmal pro Woche.
Was wird benutzt? Sie sehen es hier, E-Mail, SMS und WhatsApp sind die vorrangigen Gruppen im Durchschnitt gesehen. Allerdings, wenn man es aufs Alter auflistet, ich habe Ihnen die Unterlagen auch gegeben zum Nachlesen, die Jüngeren verwenden natürlich mehr Snapchat und WhatsApp. Aber auch die über 60-Jährigen, von denen haben doch 55% WhatsApp bei den über 60-Jährigen. Es wurde auch gefragt, ob Bedarf an individuell auf die Empfängerinnen und Empfänger zugeschnittenen Informationen gewünscht sind. Und das war sehr wohl gewünscht, also blau ist gewünscht. Zum Beispiel Terminerinnerungen vor der MVA-Abgabe ist gewünscht oder Terminerinnerungen vor Veranstaltungen oder über irgendwelche Aktionsprogramme oder Ausnahmeregelungen. Dann haben wir uns die Salzburger Bäuerinnen angeschaut im Hinblick auf Susanne, auf soziale Medien. Das wurde von der Frau Hanna Mösenbichler von der Landwirtschaftskammer Salzburg erstellt. Da gibt es keinen Online-Fragebogen, sondern einen Papier-Fragebogen. Der wurde bei einer Herbstarbeitstagung ausgeschickt. Und trotzdem, obwohl es ein Papier-Fragebogen war, sind 83% der 30-Jährigen auf Facebook, 41% der 30- bis 50-Jährigen und die über 50-Jährigen waren nicht auf Facebook. Und man sieht, was sie verwenden, also auch WhatsApp ist sehr dominant. Aber interessant ist, was wollen die Bäuerinnen auf Facebook gerne, welche Informationen sind ihnen wichtig. Das ist auch wieder der blaue und der rote Bereich wichtig, also der untere, der dunkelblaue. Sie wollen gerne über Weiterbildungsangebote informiert werden, über Veranstaltungen auf Landes- und Ortsebene, Änderungen im Förderungsbereich oder aktuelle Geschehnisse in der Landwirtschaft. Und am meisten angeklickt wurden immer die Fotos mit Personen und jetzt hat sich die Landwirtschaftskammer entschlossen, einfach bei vielen Weiterbildungsveranstaltungen Fotos mit den Teilnehmern zu machen und diese dann zu posten. Ja, wir als Hochschule sind beim Projekt D4Dairy. Es geht um Digitalisierung im Milchbereich. Es ist ein Kooperationsprojekt mit der Universität für Bodenkultur, der WETMED-Uni, BLT Wieselburg, Landwirtschaftskammer Österreich, Landwirtschaftskammer Oberösterreich und der ZARA. Und der Schwerpunkt unseres Bereiches ist die Veröffentlichung und der Wissenstransfer. Und wir haben uns eine Online-Beratung überlegt. Allerdings eine Online-Beratung, bei der auch Bauern und Bäuerinnen mitreden können, die nicht live dabei sind. Also wir sind im Stall mit der Beraterin, mit dem Landwirt und dank an die Kollegin. Und es wurde direkt übertragen mit dem Smartphone, also wirklich technisch einfachste, Ziel war, das Ganze technisch einfach umzusetzen mit dem Smartphone. Und andere Bauern und Bäuerinnen sind zu Hause vor dem PC gesessen und haben mitgeredet. Wir schauen kurz rein. Hier die Gegend, das ist sehr nebelig heute, aber wir haben uns hier getroffen beim Betrieb der Familie Planck. Susanne und Josef Planck werden uns hier heute teilhaben lassen an einer Online-Beratung. Dabei ist auch die Manna Landers und der Niederösterreich, sie ist die Beraterin. Das Nette am Schöntest ist, es ist mehr oder weniger recht aussagekräftig, weil es natürlich jetzt. Also der Vorteil mit dem Handy ist, dass man wirklich einfach zu den Details gut einfangen kann. Es geht hier um den Schallentest. Ich möchte das abkürzen, die Beratung dort insgesamt 13 Minuten. Also eigentlich sind nur zwei Personen, der Landwirt und die Beraterin vor Ort. So. Es gibt da mal Fragen von unseren. Genau, und dann haben Teilnehmer, die zu Hause oder in Wien gesessen sind, Fragen gestellt. Eine Frage zu den verschiedenen Vormelktechniken sozusagen oder Reinigungsmitteln. Da gibt es ja auch von Holzwolle über dementsprechend feuchte Tücher bis trockene Tücher. Was ist denn da eigentlich am besten geeignet oder ist das so betriebsindividuell, dass man das gar nicht so sagen kann? Definitiv betriebsindividuell. Also der Josef ist, ob das ist trockene Holzpapier. Bei den Kräutern definitiv den Müll. Also direkt eine Beratungssituation im Stall und über Distanzen hinweg werden Fragen beantwortet. So, später sieht man dann auch, also es geht dann noch weiter. Und dann gibt es auch noch
Beratungsgespräch mit dem Landwirt selber, da geht es um Untersuchungsergebnisse. Die eigentlich nicht so tragisch sind. Nicht so tragisch, was in dem Sinne, sie sind nicht sehr pathogen, es gibt einige. Im Zuge des Projektes, das ich angesprochen habe, wird jetzt ein Fragebogen an direkt an 12.000 Milchbäuerinnen und Milchbauern ausgeschickt und werden befragt, was sie von so einem Beratungstool mehr oder weniger halten. Da wird es im Jänner die Ergebnisse geben. Und das Letzte, was ich noch kurz vorstellen möchte, wäre die Arbeit vom Ingenieur Schaffer, Arbeitskreis Unternehmensführung in der Steiermark. Der hat Bauern und Bäuerinnen befragt zum Thema Digitalisierung von 4.0 in der landwirtschaftlichen Beratung. Welche Anforderungen werden auf die Beratung, Beraterinnen zukommen? Auf alle Ergebnisse kann ich jetzt im Detail nicht eingehen. Sie können sie dann auch gerne nachlesen. Es gab insgesamt 102 Antworten. Es waren Arbeitskreisbetriebe mit dem Schwerpunkt Schweinmilch, Forst, Ackerbau. Und da ist zum Beispiel mit der Beratungsbedarf aufgrund der Digitalisierung abgefragt worden. Interessant sind immer der hellgrüne, der untere Bereich und der lila Bereich. Also je nach, man sieht auf jeden Fall einen Beratungsbedarf aufgrund der Digitalisierung, zwar jetzt mehr im Bereich Unternehmensführung, aber auch im Ackerbau. Das auch könnte für Sie interessant sein, welche Beratungsangebote benötigen die Bauern und Bäuerinnen, wobei die Umfrage ist jetzt nicht repräsentativ, es ist ein Ausschnitt von diesen 102 Betrieben. Also 14% wünschen sich Online-Diskussionsforen und Faminare, 16% wünschen sich Beratung über Online-Vermarktungsstrategien, 14% Schulungen über Online, 16% Schulungen über Online-Kanäle, 17% über Digitalisierung in Produktionssparten, 18% Beratung mittels Online-Plattformen und ganz interessant neu war auch die Frage, ob Sie vielleicht einen Digitalisierungs-Newsletter gerne hätten, da haben 19% gesagt, Sie hätten das gerne. Ja, was bedeutet das jetzt an weiteren konkreten Beratungsangeboten? Also Sie würden sich auch vom Berater wünschen, Berater oder Beraterin wünschen, technische Unterstützung, Flexibilität im Umgang mit neuen Medien und individuelle Spezialberatung im Bereich Digitalisierung, je nach Betriebszweig. Dann wurde auch der Zusammenhang zwischen Betriebsform und Art der gewünschten Beratungsangebote abgefragt. Also blau ist Beratung über Online-Kanäle oder rot ist die Weiterbildung und Schulung über Online-Kanäle. Auch hier sieht man, dass es doch Bereiche gibt, hier gerade im Bereich Direktvermarktung, wo 30% der Befragten sagen, ja, sie hätten gerne Online-Beratung. Oder hier Beratung über Online-Kanäle oder Beratung mittels Online-Plattform. Auch hier unterschiedlich. Ich finde, die Bauern und Bäuerinnen sind offen und aufgeschlossen. Aber ganz klar, Mittelwert in Bezug auf Alter, je älter die Personen, umso zunehmend wird die Einstellung zur Digitalisierung etwas negativer. Gut, in diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich wollte Ihnen einen kurzen Überblick geben. Ich glaube, dass das schon Themen sein könnten, die man auch auf andere Schwerpunkte übertragen kann. Und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, wenn es keine weiteren